Zeit gute Fahrt. Und man musste früher immer dann an diesem Tag die Mütze absetzen. Sonst hat der liebe Gott oben auf der Brücke, der hat dann dich an diesem Tag belegt mit Arbeit. Da kamst du nicht zur Ruhe. So, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in unserem kleinen Flößer- und Schiefermuseum, welches im Jahre 1968 gegründet wurde. Dort oben haben wir die beiden Gründer. Unser damaliger Bürgermeister und mein Vater, das waren die Initiatoren dieses kleinen Museums. Warum haben sie das gemacht? Sie wollten eben der Nachwelt noch ein bisschen was erhalten, wie es früher mal in der Gemeinde zugegangen ist. Kampf war die Hochburg der Flößer. Die sind von hier aus zu Fuß nach Mainz und Wiesbaden-Schierstein hingelaufen, da die Bahn erst im Jahre 1862 gebaut wurde. Haben dann dort das Holz in Empfang genommen, was mit kleineren Flößen den Main runtergekommen ist, und haben dann dort ein sogenanntes Rheinfloß zusammengebaut. Das zweite Bild unter der Flagge, das rechteckige, das ist ein Floß, 220 Meter lang und ca. 63 Meter breit. Je nach Wasserstand waren das mehrere übereinandergelegte Lagen von Holz. Das sind Sie hier auf dem kleinen Floß, haben wir hier stehen.